Was ist unser Auftrag? Wo wollen wir hin? Für die Handwerkskammer Koblenz ist die Zukunft ihre Baustelle. Dahinter steckt die Kombination aus Arbeitsauftrag und Berufung. Thema war das bei dem traditionellen Neujahrsempfang der HWK mit rund 500 Gästen aus Handwerk, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik am Freitagnachmittag in Koblenz. Der traditionelle Neujahrsempfang eignete sich dafür, ein positives Resümee über das vergangene Jahr zu ziehen und ebenso gute Vorsätze für das neue Jahr zu erstellen. Das Jahr 2017 für die Handwerkskammer speziell war ein tolles Jahr. In unserem Hause die Zusammenarbeit, aber wichtig ist für uns natürlich das Jahr 2017 für unsere Betriebe. Und das war ein so gutes Jahr wie lange nicht mehr. Bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, aber ich habe eben noch mal sagen können, 93% aller Betriebe haben in der Umfrage bestätigt, dass sie mit dem Jahr 2017 sehr zufrieden waren und die Zukunftsaussichten sehen ähnlich aus. Also für uns sind im Moment ziemlich gute Zeiten. Ja. Das Jahr 2017 war für das Handwerk in der Region Koblenz überaus erfolgreich. Wir haben eine Menge Umsatz gemacht, eine gute Konjunktur gehabt. Die Handwerksausbildung ist auf hohem Niveau. Wir haben eine Steigerung bei den Lehrlingen. Und wir haben auch bei der Meisterausbildung, bei den Meisterprüfungen eine Steigerung. Also aus dieser Sicht, sowohl den wirtschaftlichen Zahlen, aber auch den Ausbildungszahlen nach, ein überaus erfolgreiches Jahr. Auch für 2018 stehen die Zeichen gut. Die Ziele und Vorhaben sind abgesteckt. Sie wollen den Schwung aus dem vergangenen Jahr mitnehmen, denn es gibt einen neuen Rekord. Die Auftragslage und die Auslastung der Betriebe war noch nie so hoch wie in den letzten Monaten. Von Seiten der Wirtschaftsbetrieben wird ein entsprechendes Fazit deutlich. Projekte sind für uns natürlich immer politische Kommunikation, zum ersten bei uns im Land und das Abwarten, was und wer die neue Regierung im Land wird, ist für uns ja auch spannend, weil wir uns da auch einbringen wollen natürlich. Und ansonsten die laufenden Dinge, für uns ganz große, immer wieder Nachwuchswerbung, so viel, so gut wie möglich mit bekannten Leuten, so gut wie möglich und da immer weiter am Rad drehen. Als Handwerker darf man ruhig sagen, da müssen wir noch dicke Bretter bohren, aber wir sind da schon dran. Die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung läuft gut und sie ist deshalb eine entscheidende Stellgröße für die HWK, da sie die Aufwertung des Meisterbriefs fordern und durchsetzen wollen, um seine Bedeutung für die Wirtschaft wieder zu stärken. Erfolgreich konnte man auch an einem Problem arbeiten, das sich sehr hartnäckig hält, der Fachkräftemangel. Wir wissen ja schon seit einigen Jahren, dass also für uns die geburtenstarken Jahrgänge ja da zu Ende gehen, haben es aber trotzdem geschafft, in diesem Jahr wieder 1,7% mehr neue Lehrstellen anbieten zu können. Und trotzdem gehen uns die Fachkräfte auf lange Sicht aus. Das heißt also, wir werden da weiter aktiv bleiben müssen in allen Bevölkerungsgruppen. Sogar bei Migranten, bei Flüchtlingen, für uns ganz wichtig auch bei Gymnasiasten, Studienabbrecher. Natürlich auch unsere Hauptgruppe sind die Leute mit Realschul- oder Hauptschulabschluss. Und sogar für die etwas Jugendlichen, die es etwas schwieriger haben in der Zeit der Schule oder Schulzeit, in der Bildungszeit, sind uns herzlich willkommen. Also gerade wir im Handwerk haben für fast alle jungen Leute Möglichkeiten. Eine weitere wichtige Beziehung ist die zwischen der Kirche und der Handwerkskammer. Kirche und Handwerk sind beides sehr, sehr traditionelle, 1000 Jahre alte gesellschaftliche Konstrukte. Das eine beschäftigt sich eben mit der Religion, das andere mit Handwerk. Beides sind Einrichtungen, die Gemeinschaftsgeist, die Menschlichkeit leben. Die einen mehr weltlich und die anderen eben mehr im kirchlichen Bereich. Aber wir haben es ja eben gehört bei der Ansprache von Herrn Dr. Ackermann, wie eng Handwerk und Kirche verzahnt sind. Bischof Dr. Ackermann war einer unter den zahlreichen Gästen, die gekommen waren, um mit der HWK das neue Jahr im Zentrum für Ernährung und Gesundheit zu feiern. Für ihn ist klar, Handwerk und Kirche sind enger miteinander verbunden, als man auf den ersten Blick vielleicht vermutet. Ja, es gibt natürlich über wirklich die Jahrhunderte hin eine gute Beziehung zwischen Kirche und Handwerk, weil natürlich viele Handwerker, Handwerksfamilien in den Pfarreien leben, sich engagieren, einbringen. Und dann war natürlich, gibt es bei der Kirche immer wieder auch Dinge, wo das Handwerk gefragt ist. Also im Bau von Kirchen, von Gebäuden, aber natürlich auch beim kirchlichen Leben, Dienstleistungen, die auch benötigt werden. Also insofern gibt es da wirklich viel, viel Kontakt. Und ich habe es
heute hier bei der Handwerkskammer auch gesagt, die zentrale Gestalt des christlichen Glaubens, Jesus von Nazareth, ist ja sozusagen groß geworden in einer Handwerkerfamilie. Die Zukunft ist unsere Baustelle. Die Zukunft wird zwar immer eine Baustelle bleiben, wichtig ist es aber, eine Handwerkskammer zu haben, die das weiß und alle Handwerksbetriebe bestmöglich darauf vorbereitet.